Mein Name ist Michael Peukert. Ich bin Ausbilder bei der Profine und ich bin zuständig für die Auszubildenden Verfahrensmechaniker und Kunststoff, für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Die Profine stellt Kunststofffensterprofile her und ist dort mit Weltmarktführer. Und wir haben insgesamt weltweit über 3000 Mitarbeiter und hier in Berlin rund 420 Mitarbeiter beschäftigt. Ja, ich bin Ausbilder geworden, weil das den Jugendlichen hilft, in einen neuen Beruf reinzukommen und sich für die Zukunft auch was aufzubauen. Besonders Spaß macht mir der Umgang mit den Auszubildenden. Es ist eben jeden Tag ein neues Erlebnis. Ja, wir stellen jedes Jahr hier 6 Ausbildungsplätze für den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik zur Verfügung. Und leider wird es jedes Jahr schwerer, die zu besetzen. Also es hat immer Sinn, sich hier auch zu bewerben. Grundvoraussetzungen für den Beruf sind eigentlich wichtige Voraussetzungen. Schulisch sind Mathe, Physik und Chemie. Da sollten gute, wenigstens befriedigende Noten da sein. Und ein mittlerer Schulabschluss sollte vorhanden sein. Nach der Ausbildung hat man die Möglichkeit, zu studieren oder einen Techniker zu machen. Aber es gibt auch viele Firmen, die also Kunststoffprodukte herstellen. Und man hat jeden Tag damit zu tun, ob das Joghurtbecher sind, Autoteile, Baustoffe, Rohre, alles Mögliche wird aus Kunststoff hergestellt. Und der Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik ist quasi für all diese Produkte verantwortlich.